Willkommen zurück zu Far Cry. Oh, M4. Shit, haben wir verfehlt. Hallo Affe. Du bist nicht unser Freund. Puh, gut, dass wir M4 hier mitgedruckt haben. Auf jeden Fall. Willkommen zurück zu Far Cry auf dem realistischen Schwierigkeitsgrad. Beim letzten Mal haben wir eine Atombombe in die Luft gejagt. Im Hauptlabor von Dr. Krieger. Was ihm nicht gefallen hat und was uns auch K.O. geschlagen hat, die Bombe. Da wir irgendwie zu spät aus dem Radius rauskamen oder so. Verstrahlt sind wir nicht. Und wir haben ein Gegengift eingenommen, ein Antidot. Ja, und als wir aufgewacht sind, sind wir im Helikopter aufgewacht. Dr. Krieger hat uns ins Gesicht geschlagen, getreten. Oder sowas in der Art. Und uns hier lang hingefallen. Und jetzt wollen wir zu ihm. Und die Rechnung ein für alle Mal begleichen mit unserer M4, die zwei Schuss noch drin hat. Und ein mutantenverseuchter Wald. Mit Bäumen, die sich lustig bewegen, wenn man zoomt. Auf jeden Fall, ja, Volcano Laboratory, ein Vulkan da hinten. Da hinten wollen wir hin. Wir haben ein paar Möglichkeiten, wie wir da hinkommen. Die erste wäre, wir springen den Wasserfall runter und wir gehen straight durch den Wald durch. Durch den mutantenverseuchten Wald. Ob wir das überleben? Vielleicht. Wir haben Büsche auf dem Weg. Das könnte vielleicht funktionieren. Möglichkeit 2. Wir springen den Wasserfall runter und wir schwimmen den Fluss entlang und hoffen, dass wir nicht erschossen werden, weil da unten steht schon einer mit dem Gewehr. Der uns sogar gesehen hat. Nice. Ja, aber ich glaube, wir können da nicht tief genug tauchen, als dass wir den Kugeln entkommen können und würden dann halt da ankommen. Möglichkeit 3 und die dümmste Möglichkeit. Wir buggen uns den Berg hier hoch. Bis dahin etwa, ein kleines Stück, und gehen dann hier oben den Berg einfach entlang. Allerdings ist das etwas, woran der Entwickler dieses Spiels gedacht hat. Und wenn man halt da oben lang geht, kommt von da hinten ein Helikopter, der einen einfach abknallt. Also versuchen wir aber mal Möglichkeit Nummer 1. Banzai! Hallo! Übrigens, Fun Fact: Mutanten. Sterben, wenn sie im Wasser sind. Also wenn die tief im Wasser sind. Hallo? Kannst du dich nicht bewegen, oder? Soll es recht sein, ich renne mal einfach hier weiter, ja? Bitte nicht abschießen, das wäre nett, danke. Okay, einfach laufen, 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 ich habe Angst. Bleiben wir mal kurz hier drin. Hallo. Ah, die sehen uns. Okay. Aber das Lustige ist, wir sind im Busch und wir sind gleichzeitig unbesiegbar, was Mutanten-Nahkampfangriffe angeht. Auch ein lustiger Fakt. Wir können uns so oft kloppen, wie wer will. Solange wir in dem Busch hier stehen, sind wir safe. Oh, hallo. Allerdings werden wir das wahrscheinlich nicht überleben. Ich versuche trotzdem einfach mal weiter zu kommen. Warten wir kurz ab. Okay. Oh Gott, da ist ein Typ mit einem Gewehr. Zwei Schüsse reichen leider nicht, um ihn zu töten. Ach, hallo, Affen. Okay, laufen. Please don't hurt me. Okay. Okay, Affen, kommt her. Ihr wollt mich immer noch tot haben. Wir sind aber gleich bei dem kaputten Helikopter. Warte kurz ab. Einfach weiterlaufen. Das ist wahrscheinlich der Weg raus hier, ja. Ach, ein Safe Point. Dann meine Arme hinten. Okay. Gute Sequenz. Ich glaube, du hast keine Zeit hier zu bleiben. Are you okay? Well, I'm lost on a jungle island infested with mutants, but other than that, I'm doing great. How are you? Yeah, I get the idea, wise ass. But at least you're alive. Jack, you have to get out of that area right now. The best way out is straight through the fortified walls. The good news is that it's not far from where you're standing. Okay. Munition sogar, aber wir werden gleich abgeschossen. Und da sind Affen hinter uns.
die uns ja auch noch tot haben wollen. Oh boy, ob wir das überleben? Müssen zum einen die Affen hinter uns abschnallen. Was nicht so einfach ist, da die ziemlich weit entfernt sind. Okay, wir machen Folgendes. Wir rennen rein. Killen erstmal den Dude. Drehen uns um. Hallo. Hinter uns? Niemand. Doch, da ist jemand. Okay, der ist tot. Hier ist doch noch jemand, oder nicht? Okay, wir nehmen die Initiative und rennen einfach. Warum wir die denn schießen? Hast du eine bessere Waffe für uns? Oh ja. Hallo, G36. Sag bloß. Ich habe übrigens mein Fernglas auch nicht mehr. Wir haben nichts mehr außer unsere M4, die wir am Anfang bekommen haben. Wir können also keine Gegner markieren. Wir haben keine Cryovision. Wir sind arm. Okay, und da hinten kämpfen Dudes. Ey! Lass das mal. So. War hier jetzt noch irgendwo ein Raketenwerfer, Brudi? Nicht? Haben die sich gegenseitig getötet? Habe ich die Situation hier etwa Tatsache First Try überlebt? Ach, das soll sicher durch. Sobald wir durch das Loch sind, sind wir safe. Attacke. Ich weiß auch gerade nicht, gar nicht mehr, ob wir da hochkommen und die looten können da oben. Der Vulkan! Hallihallo. Ah ja, hier ist eine Treppe. Mal kurz gucken, was wir hier so. Der hätte uns fast gekillt. Raketenwerfer, Heilung. Nehme ich alles gerne an. Jetzt aber mal hier. Ah, shit. Wir können die Waffe nicht. Ein ganzes Lager. Doyle, my armor's turning green. Sounds like you caught the bug. I thought I took the antidote. The antidote should have been able to handle it. But a containment leak could have saturated the air with mutagen. That's what happened to Krieger. Krieger's infected? He developed an agent to keep it from spreading. Krieger's infected? I'm sure he's got it with him. I'll see if I can talk him into a sample. Ask nicely. I wouldn't say he's completely human. Ich mag diesen Satz von Jack einfach. Wie stumpf er denen was sagt. Krieger's infected? Naja. Auf jeden Fall, Doyle hat uns ein bisschen angelogen, scheinbar. Finde ich nicht so cool. Wechseln wir mal unsere Waffen aus hier. Fuck off, gib mir die OICW. Kann ich ja nie richtig sagen. Auf der 1, die P90 auf der 3. G36 brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber noch andere Waffen hier. Oder ist das alles, was wir haben? Weil wir brauchen keine zwei Assault Rifles, um ehrlich zu sein. Ich würde auf jeden Fall mal kurz tauschen wollen. Zack, zack. Dann habe ich wieder mein altes Schema fast drin auf der 2 Assault Rifle, auf der 3 die P90. Dann wollen wir mal schauen. Wir sind voll ausgerüstet, haben Assault Rifle Shit. Gehen wir mal den Vulkan an. Jack, you're heading for Krieger's central offices.
They are located on the edge of the volcano. Looks like he's been keeping it from erupting by Einen Save Point endlich. Using some sort of massive stabilizer. That's where you'll find him, and Val, hopefully. It's time to end this. I'm on my way there as well. Don't worry, this is almost over, my friend. Auf wieder. Auf jeden Fall noch eine sehr spaßige Stelle in Far Cry hier. Die Buggyfahrt um den Vulkan rum. Mal gucken, ob ich die First Try schaffe. Wir wollen uns auf jeden Fall nicht groß um die sich bekämpfenden Fraktionen kümmern. Wir wollen hier möglichst einfach nur durch. Ah, da ist Lava. Ich habe die Stelle verpasst, wo man rüber geht. Okay. Versuch Nummer 2. Was doch immer wieder witzig, mit dem Buggy zu fahren. So, bremsen. Hier lang. So, wir sollten weiter geradeaus fahren. Nein, geh weg. Lava. Und wir sterben, wenn wir auch nur uns nur über der Lava befinden. Okay, wir gehen direkt rechts rüber hier an der Stelle. Bremsen. Wir schaffen das schon. Das ist nicht die richtige Stelle. Hallo. Ah, bitte. Oh, das haben wir doch geschafft. Okay, geradeaus. Hallo. Oh, hat er uns noch erschossen. Okay, wir wissen aber, wie wir fahren müssen. Wir dürfen noch nicht zu früh abbiegen. Versuch Nummer 4. Es ist übrigens das letzte Mal, dass wir mit einem Buggy fahren in dem Spiel. Hallo. Aua. Ey, du Kackbaum. Wir werden abgeschossen. Ach, ich liebe diese Stelle. Ich glaube, das werde ich auch nicht allzu groß schneiden, da Buggy fahren doch immer ziemlich lustig ist, anzugucken. Versuch Nummer 6. Ui. Schaffe ich doch nie. Okay. Hallo. Dich haben wir diesmal umgefahren. Okay, jetzt einfach fahren, ohne angehalten zu werden, bitte. Okay, wir haben den Sprung nicht geschafft. Ich meine, wir müssen hier rüberspringen. Ich meine. Ich bin mir fast schon sicher. Versuch Nummer 7. Eine gute Kurve. Gehen wir mal links vom Baum. Okay, was wäre, wenn wir geradeaus weiterfahren? Nicht so gut. Wir werden erschossen. Alles klar. Okay, wir müssen über den Berg springen. Wir müssen es tun. Oh, übrigens Versuch Nummer 8. Also, Kurve. Hier lang. Ich kann ja einfach mal. Aha, kann ich auch mal machen. Ja. Wir haben mehr sehen. Und Banzai! Nein! Warum komme ich da nicht rüber? Okay, ich sehe aber, wir haben eventuell eine Stelle, wo wir noch vorher rüberkommen. Also, Versuch Nummer 9. Yeah, okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier in Third Person zu fahren. Okay, hier rüber. Und dann hier rüber. Hui! Okay, einfach. Durch da. Safe Point, wir haben es geschafft. Bei Versuch Nummer 9. Okay, Busch. Oder auch nicht Busch. Weil Raketenwerfer-Typen. Fuck. Okay, wir haben aber immerhin unseren Safe Point bekommen.
Ich sehe nichts. Okay, ich sehe wieder was. Puh. Okay. Ah, wir hatten unsere G36 ausgerüstet. Okay. Also wir haben ja wieder unser Fernglas. Heurika. Dann geh du mal direkt hier weg. Haben wir hinter uns noch jemanden oder irgendwas? Nein? Gut. Da laufen aber noch Dudes entlang. Puh. Wir haben keine Granaten übrigens. Müssen da schon durchchargen. Oder wir warten noch ein bisschen. Hallo? Da laufen noch welche. Noch jemand? Ich höre auf jeden Fall niemanden mehr. Wir machen das übrigens jetzt in einem Part alles. Hallo? Meine Güte, die Typen, ey. Die tanken wird. Okay, jetzt war's das aber. Puh, bevor wir da hingehen, will ich nochmal kurz zur Hütte hier unten. Ich meine, da konnten wir uns nochmal aufladen. Weil so wie wir jetzt gerade am Start sind, würde ich nicht voranschreiten wollen. Damit ist auch noch eine Rüstung. Safe Game. Ein paar Waffen. Haben wir neue Waffen hier? Nein, dann auch die gleichen. Ich hätte gerne meine Sniper oder so. Oder meine Saw. Wo ist meine Saw? Oh, ist meine verdammte Saw. Nee, dann halt nicht. Geh mal den anderen Weg hier hoch. Wenn es überhaupt hier hoch ging. Ja, okay. Sieht gut aus. Puh, und damit hätten wir, glaube ich, dieses Level abgeschlossen. Wo geht's hier lang? Was ist hier? Sniper? Keine Sniper. Okay, war wahrscheinlich nur der Raketenwerfer Typi. Hallo, Dr. Krieger Statuen. Dr. Krieger ist infected? Oh, okay, und das Levelende, wie erwartet. Puh. Demnächst steht das finale Level von diesem Spiel an. Von Far Cry, auf dem realistischen Schwierigkeitsgrad. Und wir sehen uns dann, wenn es heißt, episches Finale und die Folge der 1000 Tode, die uns erwartet. Bis dann, euer Jack. Tschüss.